Yo Leute, was geht ab? Der Gute mit Mike wieder einer Strippe. Wir sind wieder in GTA 5 unterwegs und ich sag hier erstmal einen ganz großen Gruß an playm.de und natürlich unsere Sponsoren von gamesplanet.com oder de, je nachdem was ihr wollt, ganz egal. Ja, der gute Tyrone nenne ich jetzt einfach mal, mir ist der Name nicht entfallen, würde sich erstmal in seine... Nein, mein Wagen ist weg. Er wurde nicht gespeichert. Ich habe so viel Gold. Moment mal. Habe ich die Kohle wieder? Nein. Mein Geld ist weg. Nein, das muss ich die Schrottkarre fahren. Die ist nicht mal gepimpt und alles. Ich bin eine arme Sau. Im realen Leben momentan auch. Ja, so ein Umzug nach NRW, der kostet halt mal gut locker 2000 Euro. Ein Teil davon kriege ich zwar wieder, aber 500 davon sind auf jeden Fall für immer und irgendwie verloren. Jetzt habe ich schon diese blöde Kastenmusik hier angemacht. Nein, ich will keine Musik. I don't want music. Geh weg. Oh, scheiße. I can't concentrate myself. Nach, was ist denn jetzt hier los? Langsam, Mike. Das ist der böse Ringfinger. Der hat wieder Zuckungen. Wir fahren jetzt einfach mal durch die Gegend. Also Waffen habe ich ja mittlerweile. Hier zum Beispiel dieses geile MP. Quietsch. Ein bisschen lauter machen soll ich trotzdem. Ah, da hinten. Guck mal, da sind ganz viele Fragezeichen. Warum fahre ich so weit? Ah, warte mal, hier kann ich so direkt runterfahren. Da ist doch der gute T-Bone. Mit einem Fragezeichen. Fahren wir doch mal direkt hier rein. Verpiss dich, nee, mit dir fangen, nee, das war doch schon mal hier die, was war da mein letztes Mal, ach so, das war dieses komische, ich schleppe Wagen ab und so weiter, nee, jetzt kannst du mal knicken, das machen wir nicht nochmal, das ist ja langweilig. Nee, das haben wir alles schon gemacht, das wollen wir nicht nochmal machen, nee, lass mal. Whee! Aber man, ich hab den Wagen so schön gepimpt und er sah gut aus und er war schnell und jetzt war, er war auch in der Garage und ich habe auch gespeichert und alles und der Wagen war trotzdem weg. Kacke, Mann. Das schreit ja schon fast nach einem Cheat-Mod, um einfach mit diesen Hups. Entschuldigung. Ich glaube, du lebst noch. Ja, das hier ist das Wettrennen. Toll. Super. Da hinten ist ein M. Entschuldigung. Ach, das M ist ja hier unser Meister Lampe. Mir fällt gerade ein, wir könnten noch den guten Mr. Sonstwo spielen. Fällt mir gerade. Habe ich das nicht versprochen? Ja, habe ich. Deswegen, wupp. Navy, CIS oder New York oder was auch immer CIS. So fühle ich mich hier, wenn ich jedes Mal in die Luft geschmissen werde und direkt beim nächsten Charakter bin. Hallo, Schatzi. So, wie geht's denn so? Nicht so gut, ne? Das ist kacke alles. So, der hört sich jetzt gerade schlechte Popmusik an, deswegen machen wir es auch mal weg. So. Jetzt ist die Frage, wo fahren wir hin? Und hast du nicht eigentlich ein Taxi genommen? Oh, will ich haben. Aber nicht mit ihm. Ich möchte erstmal. Eieiei. Also fahren wir erstmal da rein. Guck mal, was mein Sohnemann wieder ausgehackt hat. Ist da wenigstens die getunte Karre noch drin? Also es sind viele Autos drin, aber nicht das. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in die Garage parkst. Nein, wirklich, da wäre ich jetzt selber niemals drauf gekommen mit meinem kleinen Gehirn. Und auch nicht, wenn ich in meinem Bettchen schlafe, dass ich das speichern kann. Abbrechen. Man hat allerdings nur zwei Waffen, aber naja. Das hier ist mal ein richtig schönes Muscle-Carding. Kann man schon auch ganz gut, ja toll, mit Zement hinten drauf pimpen. Und wir gehen mal rein und gucken, was geht ab. Schöne Bude. Hätte ich auch gerne. Aber dann nicht so eingerichtet, weil. Tracy! Bäh. Yo. Eheberatung, sehr schön. Ja, erstmal eine Fluppe im Mund. Damit der Krebs auch schön geteert wird zum Weg zur Lunge. Es sind zwei Schläge. Na, was machen sie wohl da oben? Ja. Amanda. Eheberatung. Amanda! You better not be! Not in my house! Fuck you, Michael. Go away. I'm paying that turd $150 an hour to fuck my wife in my own bed. Michael, go away. No, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp the session. I promise. You are dead man. Fuck dead. Geil. Schönes Klischee. Ist tot? Bein gebrochen? Irgendwas? Hey, you. Stop it. What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. Ja klar. Mit der schönen Tigerhose. You win? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Er fickt mich doch so gut. Please don't kill him. Ach, Weiber. Leute, lass die... Ist es jetzt nicht sexistisch gemeint? Es gibt genauso blöde Männer. Ne? Möchte ich mal kurz erwähnen, aber lass die Finger von Frauen, wenn ihr Single seid. Oder seid gute Ehemänner. Guys, do some work for me. He'll get it back. Might have a dead body to it.
but he'll get it back. Oh, so we killing this dude. He'll wish he was dead. Oh, nein, er kann. Er hat keine Special. Ich dachte, er kann irgendwie. Mit dem Wagen hinterher, ja, super. Puh, Alter. Wo ist er? Da. Nein. Echt mal, verpiss dich, Mann. Ja, super. Ja, dank GPS und wahrscheinlich kleiner Spionage-App oder was auch immer, finden wir denn trotzdem den Fucker. Genau, so sieht's aus. Ich hätte direkt den Wagen wechseln sollen, ab in den Porsche. Oder wie Engländer immer sagen, Porsche. Da ist er. Little pricks up there, look. Oh, shit, Cole's doing all right for himself. Hey, asshole! You ran out before we could settle our debts! Michael, what? You got the wrong idea, man! Banging married women's a hobby, not a fucking profession! Das gibt Ärger! In the back of the truck. Tied a cable to one of those. Oh, scheiße. Ich weiß, was er vorhat. Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is serious. Oh, ja, bitte, bitte reiß die Scheiß wieder ab. Das ist, es ist unter Drogen da oben. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Oh, ist das geil, ey. And we'll see how you like this awesome with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Na dann, steige in den Pickup. Here we go! Und tschüss! Let's see what happens. Dude, you are probably crazy. Bye bye, baby. Oh shit! You see this shit, dog? Tja, wer baut auch solche Häuser, mal ganz ehrlich? Oh, das wird teuer. Ich hoffe, du bist rausgelaufen vorher. Ich frage mich gerade, wie das am Auto festhält. Ach, er hat eine richtige Winde da installiert. Landslide! Aber ich hoffe, die Nachbarn werden sich nicht beschweren über den Lärm. Das ist sonst ein bisschen uncool. Ich hoffe, er hat eine gute Versicherung. Hey, homie. I think you put a little more than a deck down. That's a foolish man who builds his house on sand, baby. Hey, man, I don't think my boy Matthew was thinking trucks when he wrote that shit. Hat das schon ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Hier kann man noch ein paar abreißen. Noch eins? Hat Spaß gemacht. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone! You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Ooh. Hey, man, there's some mean-looking motherfucking essays right behind you. Are you kidding me? Kid, can you do something? I'll try, man. Try! Muss man wohl mal ein bisschen schießen, wie es aussieht. Oh, was ist ein Headshot? Okay, ich muss vielleicht doch einfach fahren und er schießt. Ich dachte, ich kann auch währenddessen. Aber die sind ganz schön heftig. Holla die Waldfee. Gut, dann fahren wir mal weg. You dead man, dead man! Ist ein bisschen Consuela-Style. Okay, pass auf. Dann fahren wir jetzt einfach mal volle Kanne. Wenn ich meinen Mund halte, das ist schon sehr selten bei mir, logischerweise. Dann liegt es daran, dass ich entsprechend natürlich auch zuhöre, was da eigentlich ist. Wow! Oh, oh, das war vielleicht nicht so gut. Ja, vielleicht doch. Nein, 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 nein!
So, wie komme ich jetzt wieder raus? Nicht durch den Pool? Nicht durch den Pool. Jetzt da rum. Ja, 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 und... Hey, ich bin da draußen. Ausgezeichnet. Jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal hier voll Kanöle durch die Gegend. Ja, ich dachte, ich mache mal kurz eine Runde hier. Was war's mit R? Hi. Oh, danke schön fürs Umdrehen. Nochmal bitte? Danke. Los, fahr, 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 fahr. Das Auto, das läuft noch. Bin dabei, ich versuch's. Mit dem etwas angeschlagenen Auto. Oh, schöner Lamborghini. Lamborghini. Na klar. Wow, wow, wow. Ja, komm her hier. Moment. Kann ich mal hier irgendwie... Was mit der Pistole? Ey, ich habe eine richtige Waffe dabei gehabt. Ja, wenn du so wackelst, der andere ist weg. Komm uns auf Wackeln hier. Jawohl. Nachladen. Alles gut. Wunderbar. Oh, diese Wagen, über diese Wagen. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range. Work on your aim. You'll do fine. Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. Ja, ich hol's nachher. Neues Auto. You did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Oh, man. I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Dabei war er doch in Rente, dachte ich. Trust me, we handled it. Whoever the fuck, what the fuck? Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking crimes. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use second guessing. Felt good, man. Woo! Yeah, doing something for a change. Man, you know what? You are wasted sitting by that fucking pool, man. You're right. I need to do something. Scotch and sunshine is sitting on my ass. Fuck that. I'm better than that. Damn Skippy, homie. All that knowledge up there is withering and dying, dog. You don't pass that shit. Hab das jetzt mal? Come on, homie. I bet you know some shit. You wouldn't believe the shit I know. Yeah? You taking some scores? Whew. Ah, besser. Thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Nee, ist klar. Pulling houses off the hillside, show has a weird way of fucking with people. Yeah, well. Das ist eine Sommerübung, ganz normal, damit man schöne Muckis bekommt. Erstmal so eine Villa ziehen. Oh shit, I think we're about to find out. Oh, Gäste. Oh, das ist die Dame und der Herr. Nein. Do you know who I am? Nein. Do you? Nein. Do you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Ooh. And Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang, yeah, a narcotic ring, but yeah, the charges were dropped because of the witnesses came up dead. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. The fuck? Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. Think it straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. Man hätte es ja auch ruhig klären können. The rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great.
Oh, nette Frau. That's nice. Ja, total sophisticated. Come on, man. Aber Kerl. Damn, you all right? Never better. 2.5 Millionen. So what now? Na dann. Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Ja, bei dem Geld? Fuck. Lasst uns Banken ausrauben, Jungs. Oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Yeeha. Lester. Lester, mein Bester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Wird ein Viererteam, ne? Denkt er ja dran. Just give me a little alone time, alright? Alright, dog. Gut. Die Crew wird ziemlich tight. Ich sag länger doch mal gucken, dass ich einen Knaddelwarz mit dran krieg. So, das heißt auf jeden Fall bestanden. Ne? Komm, hier, bestanden. Ja, geil. A++ wahrscheinlich sogar. Lass mal gucken hier. Naja, fast. Gut, meine Freunde. Wir gucken uns jetzt noch das Intro hier an. Zu Lester. Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man. Lecker. Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Ja, wunderbar. Du Arsch. You fucker. Na, großartig. Wir speichern ab an der Stelle und machen nächste Folge direkt weiter. Ihr denkt dran, es kommen mindestens 2 Folgen pro Tag von GTA. Wenn nicht, sind es sogar 3. Immer 14 Uhr, 14.30 Uhr, 15 Uhr. So halte ich mich jetzt immer dran. Auch wenn die Vorschaubilder vielleicht nicht immer korrekt sind. Die Szenen sind auf jeden Fall geil. Bis dann, Mad Mike.